Hallo, da sind wir wieder und jetzt müssen wir uns um Krieg kümmern. Würde ich behaupten. Nur mit wem? Politische Und ich Übersicht. glaube, meine Entscheidung ist quasi am Ende der letzten Folge schon gefallen. Trapezunt, die haben so vielen Krieg, außer mit den Seldschuken. Die sind unser erstes Opfer. Und ich werde unseren erfahrensten Marschall schicken. Politische Übersicht. Würde ich sagen, und der andere bleibt zurück. Das heißt, der nochmal Endlich ganz wieder kurz warmes rein Essen. in die Ja, Burg und dann ab ich zum liebe das Hafen. Meer. Zurück in die Stadt. Und dann müssen wir natürlich erstmal reisen. Weit, weit reisen. So, da haben wir ihn und jetzt müssen Politische wir Übersicht. dahin. Was ist euer Wunsch? So. Auf Ich nach bin Sinop. unterwegs. Ich hoffe, das gelingt uns. Positiv an der ganzen Geschichte ist, da gibt es anscheinend keine Stadtmauer und da ist schon Stress. Das heißt, die sind vielleicht einfach so konzentriert auf andere, dass wir keine Probleme haben, da einzudringen. Das wäre natürlich cool. So, bin gespannt, wie lange es dauert und wie viel Nahrung Mein Herr, dabei ein neues drauf geht. Gebäude wurde 300 errichtet, haben mein wir Herr. quasi. Da, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist er schon. Politische Übersicht. Da ist er. Okay, ist nicht mehr weit. Ist tatsächlich gar nicht mehr so weit. So, ich speichere mal ganz kurz. Immer zur Sicherheit mal abspeichern. So. Krieg. Legt hier an. Gib ihm. Für die Kämpfen. Krone. Angriff. Da ist eine Schlacht direkt vor den Toren der Stadt. Ja gut, das. Ich dachte, das wäre die Stadt gewesen, die wir jetzt angreifen. Okay, wir sind aber eindeutig Europa überlegen. hat Das haben der wir Adria geschafft. Schlacht gewonnen. Kämpft Ich um möchte den auf keinen Sieg. Fall jetzt plündern oder sowas. Und greife einfach an. Wir sind leicht überlegen. Mein Herr, ein Bote ist angekommen. So, Post lesen. Und wir werden beglückwünscht von den Mongolen. Immer noch leicht überlegen. Unsere Moral ist ein bisschen besser. Ich Politische hoffe, das bleibt Übersicht. so. Die Seldschuken können uns jetzt nicht mehr so gut leiden, aber ich glaube, so viel besser war es vorher auch nicht. Also ist eigentlich egal. So, wie sieht's aus? Moral des Gegners fällt immer weiter. Die haben auch relativ einfache Truppen, wenn ich das richtig sehe, ne? Nur noch überlegen. Oh, okay. Eindeutig überlegen. Ah ne, wir waren gerade leicht überlegen, ne? Dann ist es gut. Jetzt scheinen da nur noch Bauern zu stehen und durch. Aufleuchten ist geschehen. Wir haben eine neue Provinz erobert. Okay, jetzt sind gerade ganz viele Sachen passiert. Wir haben eine Handelsware gewonnen. Wir haben richtig viele Handelswaren gewonnen. Krass. Okay. Salz, Pergament, Wolle, Fleisch, Pferde, Farbstoff. Ich glaube nicht, dass wir alles behalten werden können. Ich fürchte. Ja, mein Ich Herr. fürchte tatsächlich, dass wir einiges Für die Ehre. abbauen Angriff. müssen. So, wir haben direkt Rebellen. Das ist okay. Und unser Spion ist gleichzeitig auch erfolgreich geworden. Der ist jetzt Marschall. Fühlt ihr die kalte Hand des Unsere Armeen Todes? haben noch eine Schlacht Okay, gewonnen. das ist gut. Der reichste Herrscher, König von Frankreich. So. Und die Rebellen haben wir jetzt auch geschlagen. Zurück in die Stadt. Okay, als nächstes würde ich, glaube ich, die Truppen Ja. tauschen. Also eher Auf hierhin, die Schiffe. also eher rüber sozusagen. Bruch aller Abkommen erwünscht. Nö. Und Politische unseren Übersicht. Erfahrenen wieder in unsere Heimat, damit er seine Truppen auffüllen kann. Befehlsgewalt können wir direkt übernehmen, das ist gut. Politische Übersicht. Glaubenstechnisch, die sind, glaube ich, orthodox, ne? Gut, Stadt haben wir jetzt. Der baut hier ein Kaufhaus. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Kloster, das ist schon mal gut für unseren Buchvorrat. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Unterwegs. Und was haben wir hier noch? Das ist ein Steuereintreiber, ne? Jo. Was mit dem Ketzereien geht um? Was? Politische Übersicht. Ach, hier, in dem Ländle.
Oh, und unser Spion ist tot. Gut. Das passiert Marshall nun mal. Okay, wir werden jetzt erstmal den nach Sinop schicken noch, ne? Okay, jetzt muss ich hier gerade mal gucken, was wir hier überhaupt noch nutzen können. Wir haben ein neues Gebäude. So, das Kaufhaus. Wir haben da richtig viel Nahrungsvorrat. Aber mehr bringt das gerade gar nicht, ne? Okay, hier sind total schlechte Einheiten. Also da könnten wir keinen Nachschub. Also Steuereintreiber, der muss erstmal weg. Ich will wenigstens eine kleine Palisade haben. Also das ist ja wohl affig. Mit sowas fangen wir ja gar nicht erst an hier. So, dann müssen wir mal gucken, was er hier an Ausbildung braucht. Befestigtes Lager ist geil, muss ich einfach sagen. Das ist cool. Ballistik, Führungsgeschick, Ingenieurwesen. Wir könnten dann Rampeke und Co. mit uns führen. Oder Belagerung allgemein. Puh. Aber das ist nur bei Lagerangriffen, ne? Truppenbewegung um 5% mehr, schneller. Können Ballisten und Rammböcke mit sich führen. Erzwinger, Plünderung, ne, das ist jetzt auch nicht so. Eiserne Faust gegen Rebellen, nun ja. Gegenüber anderen Religionszugehörigen, das nehmen wir mal. Okay, vor allem, Moment, mir ist doch gerade noch was aufgefallen. Hier haben wir doch die super coolen Ritter auch, ne? Allerdings müssten wir dafür... Was? Warte mal. Politische Übersicht. Hör mal, Kollege. Ist der ein Spion? Das kann doch nur daher kommen, oder? Weil seit der da ist, ist Kacke irgendwie. Moment mal. Steuern kriege. Blöder Kackvogel. So. Also vielleicht habe ich auch Unrecht, ne? Aber... Ab nach Sinop. Los. Okay. So, rein in die Stadt. Auffüllen. Ach so, er hat noch ein zweites Sternchen. Upsala. Oh. Haben wir hier keinen Hafen? Ich marschiere los. Politische Übersicht. Ich brauche einen Hafen. Ah, da ist einer. Kommen wir da durch? Auf die Schiffe. Okay. Ich hoffe, die werden nicht böse, nur weil wir da durchmarschieren. Können wir schon... Guten Tag, mein Herr. Provinz bekehren können wir und eingliedern können wir nicht. Wie viel brauchen wir für die nächste? 300, okay. So, jetzt haben wir 300 Bücher, dann geben wir ihm noch eine Stufe mehr. Und dann versuchen wir die Bekehrung. Handelsabkommen, Kastilien... Nee, danke. Politische Übersicht. So, und sobald unser Typi wieder zurück ist, dann können wir schauen, was wir für die Ritter brauchen. Ich glaube, wir hatten da nämlich auch die Möglichkeit, berittene Einheiten zu machen. Und da müssen wir vorsichtig gucken, was wir hier überhaupt abreißen könnten. Also. Ja. Wir müssen halt irgendwie in der Stadtverteidigung reduzieren dann leider. Fürchte ich. Ja, muss dann halt sein. Aber wir können ja hier mal ausbauen. Politische Übersicht. So. Ui, was ist denn hier los? Krass, die haben ja ziemlich viele Einheiten eigentlich, ne? Die Seldschuken, oder? Politische ja, sind die Seldschuken, ja.
Und den Bau könnten wir mal erzwingen. Ja. Wurde errichtet, mein Herr. Steinhäuser, ja, macht natürlich Zufriedenheit. Krieg, Religion, Steuern, das mögen die nicht so sehr. Aber sonst haben wir hier halt ziemlich viele gute Sachen. So. Wie lautet euer Befehl? Politische Übersicht. Ich finde so Provinzen, in denen alles ist, finde ich immer sehr schwierig, muss ich sagen. Weil die sind dann viel zu wertvoll eigentlich irgendwie immer. Ich finde es eigentlich besser, wenn man erstmal so eine Grundverteidigung hat und dann so ein, zwei wertvolle Rohstoffe. Das ist dann schon okay, aber so haben wir hier halt wirklich nur jetzt eine Palisade, Schrägstrich den Steinwall, wenn er dann fertig gebaut ist. Ein Prinz, das ist schon mal gut. Ja, hier haben wir jetzt natürlich auch keine vernünftige, schlagkräftige Verteidigung, ne? Und können auch nicht wirklich irgendwie was dazu holen. Also ich könnte jetzt natürlich mit Marschällen hier Truppen hinbringen. Aber das ist halt auch nicht das Wahre. Möge Gott euch schützen. Es ist uns gelungen, eine Provinz zu bekehren. Sehr schön. Provinz bekehrt, das hat schon mal geklappt. Oh, und er hat natürlich ein Sternchen gewonnen dadurch auch. Das heißt, die Zufriedenheit ist schon mal deutlich höher, weil, ne, Provinz bekehrt, das ist gut. Okay, ich werde mal hier so ein paar Schwertkämpfer noch dazu holen. Wenigstens etwas. Ich hätte natürlich lieber Armbrustschützen da, aber gut. Die müssen wir dann irgendwann holen. Wie sieht's denn aus mit der Laune? Okay, Nikea mag uns total. Die Seldschuken, die sind aber jetzt auch irgendwie mit allen so ein bisschen im Clinch, ne? Nur mit uns nicht so wirklich. Die Fatimiden, okay, mit denen haben die sogar ein Handelsbündnis. Aber die Seldschuken scheinen recht unbeliebt. Machtverteilung. Machtverteilung der Herrschaftshäuser, eure nicht so unbeliebt, dass sie hier in dieser Liste wären. Oh, guck mal, wir gehören zu den beliebtesten, tatsächlich. Bruch aller Abkommen. Nee, möchte ich nicht. Die Fatimiden, auch die scheinen relativ unbeliebt zu sein. Das Fatimiden und Seldschuken sind halt unsere Handelspartner, aber gleichzeitig auch die interessantesten, was Ländereien angeht, ne? Muss man so klar sagen irgendwie. Na gut, Es reizt einen dann schon. Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit, okay. So, die Frage ist jetzt, holen wir uns hier noch einen Armbrustschützen dazu und bringen den dann rüber oder bringen die dann rüber? Muss der halt ziemlich viel herumreisen, ne? Und wie bilden wir den weiter aus? Also der ist jetzt Schwertkämpfer, Bogenschütze, furchteinflößend. Und was haben wir hier noch? Ausdauer. Wir machen die Furcht einfach hoch erstmal. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Aber wir hätten auch Truppenbewegung schneller machen können. Naja, gut, okay. So, einmal Flotti Galoppi. So. Frisch machen und dann mache ich das tatsächlich. Ich schicke jetzt erstmal. Ich nehme jetzt ihn und wir bringen ein paar Bogenschützen sozusagen. Nach Sinop. Vielleicht auch, lassen wir auch ein paar Schwertkämpfer da. Oh, noch ein Kind, okay. Einfach damit da auch vernünftige Verteidigungstruppen sind. So, hier wird noch gebaut. In Palästina wird nicht mehr gebaut. So, da können wir den Hafen nochmal weiter aufrüsten. Boah, wie viel Gold wir dann daran verdienen. So, gib ihm. Ah, okay. Politische Übersicht. Ab da hoch. Was ist euer so. Haben wir. Okay, und hier die Laune ist wieder in Ordnung. Steuern, ja, okay, aber Krieg? Wir haben doch gar keinen Krieg im Moment. Oder sind das die Nachwirkungen? Ja, das kann natürlich sein. Der Kleriker regiert da. Sollen wir den schon mal abberufen? Möge Gott euch schützen, mein Herr. Macht Sinn, ne? Vielleicht brauchen wir den ja bald.
So, jetzt ist er abberufen. Wehe den Ungläubigen. Ein da ist unser, ja, wie soll man es nennen, Truppentransport. So, und dann brauchen wir da 1, 2, 3 mal Schwertkämpfer, 1, 2, 3 mal Armbrustschützen, Nahrung auffüllen. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Was ist und dann eine deutlich kleinere Truppe wieder zum Hafen. Politische Übersicht. Ich hoffe, die überleben das. Nicht, dass sie jetzt irgendwie von irgendwelchen berühmten Rebellen oder sowas gecasht werden. Mein Herr. Na komm. So. Handelsabkommen. Serbien. Nein, danke. So, aber dann können wir im... Ah, verdammt. In Sinop. Ja, okay. Schlecht gelaunt, die Menschen. Ja, wir sind. Schnell niederschlagen. Gut, dass der jetzt auch nicht ganz unerfahren ist. Okay, ja, das sind halt Bauern, ne? Die da gerade mal aufbegehren. Das passt schon. Das kriegen wir hin. Ich habe jetzt sehr gut. Hat aber gelernt, der Mann. Ja, dann würden wir dem auch mal Bogenschützen geben. Jetzt zurück hinter den Schutz der Stadt, und zurück. Und du bist wo ungefähr? Zypern. Ach, nicht mehr weit. Okay. Ja, der hat ja jetzt Plätze frei, ne? Dann können wir mal eben gucken. Oh. Dahin. Die Küste ist nah. Das ist jetzt un... Na, egal. Zurück in die Wenn der nämlich jetzt angekommen ist, können wir nach den berittenen Einheiten mal schauen. So, was brauchen wir dafür? Was haben wir denn da überhaupt? Das ist die Kreuzritterkavallerie. Ja, ungünstig, ne? Panzerplattenwerkstatt oder Plattenpanzerwerkstatt so. Und Stallung. Und die auch, die Lehnsritter. Weil da müssten wir zwei Sachen abreißen. Was haben wir denn hier alles? Die Höhlen, die möchte ich nicht abreißen, die geben uns... Nein. Die geben uns ja Nahrungsvorrat. Wir können eigentlich nur an der Defensive ein bisschen sparen, ne? Und die Frage ist, braucht man das? Brauchen wir die Briten? Die sind halt wendiger, schneller, aber... Na, schwierig, ne? Wo, je nachdem, wofür die Armee genau eingesetzt wird. Für eine Offensivarmee auf freiem Feld würde ich auf jeden Fall Briten nehmen. Mit. Ansonsten sind, glaube ich, unsere Dosenkrieger hier, also die Schwertkämpfer mit Rüstung und die Armbrustschützen, schon ganz ordentlich. Wir bleiben erstmal bei der Strategie. Kritik, Anregungen, Kommentare immer gerne. Also wenn ich irgendwie was besser machen kann, dann immer raus. Immer raus damit. So, noch einen. Genau, einmal noch Kreuzritter-Infanterie. Warte mal, das machen wir doch mal anders. Nee, machen wir gleich anders. Doch? Nein? Doch? Sekunde. Oh, hä? Warum kann ich den denn jetzt nicht darüber schicken? Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Veräppeln? Hallo? Ah. Ach so. Okay, ich war verwirrt. Ich bin verwirrt. Nun gut. Da sind Dinge... Ich glaube, das ist auch neu, ne? Wahnsinn. Okay, hat es aber immer noch nicht gelöst, weil dann ist hier jetzt unordentlich sozusagen. Ich wollte eigentlich nur, dass die Reihen hier schön ordentlich sind. Ja, egal. Der innere Monk mal wieder. Können wir noch ausbauen? Jawohl. Backsteinhäuser. Ja, okay. Ist dann halt so. Ja? Zack, Schwertkämpfer. Und da brauchen wir dann noch Armbrustschützen. Die sind jetzt auf jeden Fall full.
Was macht unser Prinz? Der ist noch nicht erwachsen. Okay. Gut. Die Laune unserer Nachbarn ist okay. Die Fatimiden, da verdienen wir 20 Gold dran. Und Nikea, oh, da verdienen wir richtig viel Gold. Was zur Hölle ist hier passiert? Hat das irgendjemand bemerkt, während wir so auf der Map unterwegs waren zwischendurch mal? Ich habe da überhaupt nichts von mitbekommen, dass die sich hier völlig ausgebreitet haben, die guten. Eieiei, die Seldschuken. Ah, sind mit den Fatimiden noch verbandelt, aber sonst mit niemandem mehr, oder was? Im Krieg mit, genau, mit Latin, mit Mongolen und mit Nikea, okay. Okay, gut. Armbrustschützen und wir haben keine Nahrung mehr. Einmal flott machen. Oh, was haben wir da? Prinz ist erwachsen. Sehr gut. Guten Tag, mein Herr. Das bedeutet, hier kommt der Prinz hin, der wird ein Händler. Ich warte gespannt auf eure Befehle. Und dann handelt der mit den Seldschuken. So. Ein bisschen mehr Geld kann auf keinen Fall schaden, Södele. Gut, ich würde aber sagen, jetzt ist es eigentlich schon wieder viel, viel, viel zu weit fortgeschritten, die Zeit. Wir machen hier einen kleinen Schnitt. Wir haben jetzt tatsächlich unser erstes Ländle erobert. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nachdem wir gespeichert haben, bestimmt wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, 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 ciao.